Los zu überstehen. One-Timer etwas zu hoch angesetzt. Und dennoch landet die Scheibe im Tor. Wieder ist es Corey Kaneke, der Topscorer. Gestern bereits erfolgreich. Und auch heute trifft er zum ersten Mal in dieser Partie. Flüssiges Kombinationsspiel und der zweite Treffer von Corey Kaneke. Sozusagen Überzahl ausgenutzt mit 6 gegen 5. Das Tor war lädt den Arm nach oben, die Berner zu 6. Moser, Scheibe kommt vor Tor. Kaneke, nächste Möglichkeit. Und dann ist sie drin zum dritten Mal. Corey Kaneke mit dem so sehr umjubelten Ausgleich. 5 zu 5, 31,5 Sekunden vor Ende.